doing it, you and me are gonna have a problem. Look, Phil will look after you. You won't even have to deal with the fucking Russians. He's waiting for you down in Tula. All right. I knew I could count on you. Hey, how about that drink? Oh, wir werden Dimitri noch aufspüren oder was sagst du? Sehr geil, Alter. Gibt's ja irgendwie so einen Sportwagen oder so. Roman, I have a problem. You've got a problem, Nico. I'm about to get married. I'm about to commit to one woman for the rest of my life. This is serious, Roman. I have been asked to work for Dmitry Reskolov again. There could be a lot of money in it. I heard you two had resolved your differences. He's on some boat in East Hook, right? What, you knew about this? He's on a boat in East Hook? Yeah, I heard you had forgiven him and were working together. You're doing this deal, right? Now that I know where Dmitry is, I might just go there and take him out instead. Have you forgotten that he burned down your apartment and business? That he arranged your kidnapping? Now I have a better apartment, and I'll have an even better one if you work with him again! Promise me you won't do anything hasty, cousin. I have to think about it. Speak to you later. YOLO, oder? Nico, YOLO. Hallo und herzlich willkommen auf YouTube bei eurem MH265. Wieder in einem neuen Part von GTA 4. Es neigt sich zu langsam zum Ende zu, Kollege. I have a decision to make. And I don't know who the fuck pulled out. What's your choice, Nico? There is a man who betrayed me in the past. I am being asked to work with him. Could be very profitable, but it would mean going back on an oath I swore to myself. You shouldn't work with him, Nico. You don't need money. What is it going to change about your life? I don't know. It will make things easier. For me and for Roman. I'm not going to respect you if you compromise what you believe in for money, Nico. Goodbye. Ich bring den Kollegen um, Alter. Ich spring den um, Mann. Als ob ich das machen würde. Nico, du bist für Penthouse-Wohnung, Weibe und schnelle Autos und Lippe, Tiere, Papier. Das nicht alles weg, nur weil du dich rächen musst. Das mit Draco hat nichts gebracht, weißt du noch? Erledige den Deal, dann können wir vielleicht mit einem Privatjet nach Weiß City runterfliegen. Nee, ich werde ihn trotzdem umbringen, Alter. Was bringt mir ein Privatjet? Ich kann mir ein Privatjet leisten, Kollegen, Alter. Ich will keine Kohle, verdammt. Ich will ihn umlegen. Jetzt habe ich die Kohle nochmal. Egal, ich leg den jetzt um, Alter. Es neigt sich zu langsam zum Ende zu. Ich sehe das schon. Also, ich kenne das Ende von GTA. Deshalb weiß ich, dass es sich auch bald zum Ende zu neigen. Es war ein schönes Display. Mir hat es gefallen, mir hat Spaß gemacht. Es gab auch manchmal Sachen, da bin ich ein bisschen ausgerissen, weil ich es nicht hinbekommen habe. Aber im Ganzen, im Großen und Ganzen ist es eine, zwar nicht grafisch auf dem neuesten Stand im Spiel, aber ein sehr geschichtlich geiles Spiel. Also ich finde die Geschichte von GTA wirklich geil. Auch die Geschichte von GTA 5 ist sehr geil. Mal gucken, vielleicht sehen wir uns GTA 5 vielleicht auch nicht mal anschauen. Ich werde versuchen aufzunehmen, ob er, oder ich werde mal gucken, wie die Geschichte so ein, den Lauf nimmt, ob die auch genauso gut ist wie die von GTA 4. Mal schauen, ich weiß nicht, viele andere also Let's Play das auch. Ich weiß nicht, ob ich das auch sehe. Vor allem ist es auch sehr spät, wenn ich das Let's Play anfangen werde. Auch schon mal wieder GTA 6 so ungefähr. Nee, aber ich weiß nicht, ob ich anfangen soll. Es ist wieder zu spät, weil ich muss hier noch. Ich habe hier 30 Parts im Voraus aufgenommen. Ich weiß nicht, wisst ihr, wie viel ich da noch dran habe. 30 Wochen am Start. Stell dir nur vor, was für eine Hochzeitsreise ich mit Melody machen kann, wenn du diese Dinge über die Bühne bringst. Komm, tu es für mich, ich bin doch dein Cousin Rom.
Nein, Alter, wenn, dann fahr ich selbst irgendwo weg, Alter. Come on now. Start, please. Come on, start! So, wir fahren jetzt schnell mit dem Taxi dahin, das erspart uns viele Zeit. Viel an Zeit, man, so nicht viel, viele Zeit, es erspart uns viele Zeit. Here we go. Great, thanks. Man meint ihr, ich könnte da runterspringen, nee, oder? Nee. Hier, oder? Ja. A dish served cold. Da braucht man viel Munition. Oh ja. Oh ja. Запакую ці весь героїн. Ми сьогодні ночі посилаємо. Steht No Smoking, sehr geil. Ganz groß auf dem Frachter drauf. Sehr geil. I can take out this motherfucker right now. Keep the fire on me. You're surrounded now. Say hi to Ivan. Fuck. Terrible. Just don't. Whoa. Ah, my leg! I'll murder you!
Headshot! To die, friend! Die, you shit! You're not getting away from me! Die Nachladezeit der AK ist auch geil, ey. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Alter, wie viel Damage ich bekommen habe. Boah! Hab ich mich gerade erschrocken, ey. Fuck, hab ich viel Damage bekommen, ey. Das überlebe ich nicht, das überlebe ich nicht. Fuck, verdammt. Goodbye. It's you on me. I can take out these motherfuckers. Oh ja, ich habe wenigstens eine schusssichere Weste aufgesammelt, ey. Alter, das hätte ich schon längst nicht mehr überlebt, ey. Hätte ich keine schusssichere Weste. Hä?
Headshot. So, L1, Alter. Alter, da unten gibt's auch nochmal ein ordentliches Gefecht. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe, Alter. Ich hab Angst, Mann, dass ich fail jetzt. Sterbe gleich, Mann. Jawoll, es gibt's doch gar nicht, Mann. Alles umsonst. Sehr geil, super. Mann. Zuschauer, würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play GTA 4 mit eurem MH26105. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.